Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zur letzten Folge von der Enshrouded Demo. Wir gehen jetzt die letzte Prüfung an. Ich bin gespannt, ob wir das meistern. Wir haben uns gerade nochmal Ausgut-Bonus geholt. Wir haben nur noch 50 Minuten Zeit, also eine knappe Stunde. Aber ich denke mal, das wird uns ausreichen für dieses kleine Abenteuer. Wir werden mal ganz kurz das hier benutzen. Das hier benutzen. Ich weiß, ich kann auch umschalten, aber ich mache es gerade mal so. Okay, der Honig bringt Ausdauer und dann hauen wir uns noch Mais rein. So, haben wir erstmal optimale Buffs. Also es geht noch besser, aber so finde ich das gut. Hä, der Hahn hat doch gerade gekräht. Wieso ist er nicht hell? Jetzt. So, hier haben wir ja in der letzten Folge aufgehört. Nee. Bin ich denn noch blöd? Das sieht doch jetzt plötzlich anders aus. Ne, jetzt sieht's. Okay. Das sah noch im Dunkeln anders aus. Ich dachte schon, die wollen mich hier verarschen. Kann ich das Ding hier benutzen? Das wäre geil. Nö. Nee. Ah, guck mal, vielleicht ist hier irgendwas versteckt. Nö, oder? Ich sehe gerade nichts. Nö, hier ist nichts versteckt. Sah so aus wie ein tolles Versteck, aber war dann am Ende doch keins. Ist hier noch irgendwas? Nö. Ah, guck mal, hier geht's nach hinten, hier geht's nach oben. Wir gucken erstmal runter. Holz immer mit der Axt. Ah, guck mal, hier ist ein Geheimgang. Boah! Und eine geile Kiste. Okay, zweimal Explosivkugeln. Die benutze ich übrigens viel zu selten. Achtung, hier sind mit der Spitze Fallen. Sehe ich jetzt schon. Gucken erstmal links und rechts. Die Frage ist, durch was werden sie aktiviert? Ach, bestimmt erst, wenn ich die Kiste geöffnet habe, ne? Du hast das Ende der Demo-Quest-Progression erreicht. Danke, dass du... Okay. Wird heute entfernt. Wenn dir gefallen hat, bla bla bla, fügen wir eine gute Rezension zu, mache ich mit Sicherheit. So, hier müssen wir einmal durchrennen. Ey, der Doppelsprung ist göttlich. Scheiße, jetzt haben wir wirklich schon hier das Demo-Ende erreicht. Aber wir spielen natürlich trotzdem noch die 50 Minuten runter, einfach weil es Spaß macht. Wie jetzt? Ist hier nichts oder was? Diese Tür ist in der Demo geschlossen. Wenn du sehen möchtest, was sich dahinter verbirgt, solltest du das vollständige Spiel spielen. Bleib dran! Gut, liebe Entwickler, wir bleiben dran. Hier das gleiche nehme ich mal an. Ja. Och, schade. Na gut, was können wir jetzt noch... Hier sind noch Fragezeichen. Hier sind noch Fragezeichen. Den können wir, dem können wir jetzt noch nachgehen. Das werden wir auch tun. Hat er wieder hier runter seppelt. Ist geil. Warte. Wo ging es hier raus? Hier hin. Also, die Fragezeichen sind hier rechts. Oder kommt man da nur hin, wenn man die Tür öffnet? Das kann natürlich sein. Gucken. Da ist eine Höhle. Doch, doch, doch. Die Höhle ist. Läuft die Aufnahme ja. Hätte man ja doch in der letzten Folge schon aufhören können, aber nö. Ich will noch so viel wie möglich erleben. Komm hier rüber. Ach, scheiße! Da war doch so eine scheiß Sprengfalle.
Bleiben Sie ruhig, junger Mann. Ja, mit dem Zauberstab ist schon eigentlich fast OP, ne? Das ist schon zu krass. Hä? Ah doch, jetzt. Da wollte ich eigentlich, dass es die mit erwischt. Warum geht denn da immer irgendein Windows-Scheiß auf, wenn ich hier F wie plündern drücke? Was ist denn das für ein Quatsch? Ist hier was versteckt? Nee. Metallschrott. Oh, hier geht's rein. Ah, das ist so nice. Es hat ein bisschen was von... ja, weiß ich nicht, von Gothic. Gothic 1. Da hat man ja auch immer mal so Passagen. Oh, heulende Klinge. Aber ist auch wieder nur legendär. Irgendwo wird auch jetzt mal eine Sprengfalle drin sein. Boah, hier, guck mal. Keine Sprengfalle? Warum? Kenne ich schon Athos? Nee. Ist das ein Spiel oder ist das ein griechischer Gott? Na, Bogen habe ich jetzt auch langsam den Dreh raus. Da habe ich mich ja hier anfangs sehr, sehr schwer getan in dem Spiel. Aber mittlerweile weiß ich, wie es funktioniert. Deine Lagerkisten sind nicht mehr da. Nee, Volker, du verstehst das falsch. Du hast in... wenn du jetzt einen anderen Spielstand hier machst... Warte, ich habe schon wieder Angst, dass irgendwas passiert. Ich kann es dir ja kurz zeigen. Zurück zum Hauptmenü, speichert's jetzt hier. Dann gehst du hier auf privates Spiel, meine Welt 1, was jetzt nicht der des Let's Plays entspricht. Und bin jetzt quasi in meiner ersten Welt. Aber stimmt, guck mal, die Karte ist da auch schon aufgedeckt, ne? Hier ist der Schmied drinne, das ist klar. Und natürlich ist dann hier dein Gebäude nicht, ne? Also wenn ich jetzt hier zu Schnellreise nach Hause gehe, dürfte dort kein Gebäude sein. Genau. Hier ist jetzt quasi, wäre in dem anderen Spielstand meine Hütte mit einem Schmied drinne, was jetzt hier nicht ist. Aber das ist ja auch wurscht. Wie gesagt, du kannst da den Schmied dann mitnehmen. Also alles, was gebaut ist und Kisten und so, ist dann natürlich nicht mehr da. So. Ich wollte es nur noch mal kurz zeigen. Aber du kannst im Prinzip jetzt in diesem Spielstand übelst looten. Und jetzt einmal wieder zurück zu deinem eigentlichen Spielstand gehen. Und dort in die Kisten packen. Ein Game in Steam. Athos. Okay, versuche ich mir mal zu merken. So, jetzt haben wir hier diese Fragezeichen. Hey, Alter! Da kommt ein Raid! Da kommt ein Raid rein, Leute! Ich werde bekloppt. Ich sehe bloß nicht, wer es ist, weil Twitch mal wieder eine Verzögerung drin hat. Hallo, liebe Raider. Und vielen Dank für den Raid, aber ich hoffe, ich sehe es gleich. Dauert aber heute. Vielen Dank für den Raid und schön, dass ihr da seid. So, diesen Turm hat man erkundet. Das haben wir jetzt fertig. Ich habe doch aber hier noch irgendwas gesehen. Hintertan, Erntegehöft. Genau, dieses Fragezeichen. Wie kommen wir dahin? Ich sehe es immer noch nicht. Na, pass auf, wir gehen einfach hier hin und laufen dann gerade nach oben. Jetzt sehe ich was. Gibbels, vielen, vielen Dank. Und hi Telly, hi Nino. Grüßt euch, schön, dass ihr da seid. Mit 5 Gangstern bist ihr aufgetaucht.
Also hier bin ich ja vorne nicht hochgekommen. Guckt mal, das scheint ja hier von der Farbgebung her dieselbe Ebene zu sein. Deswegen gehen wir einfach hier hin und hoffen, dass wir da hinkommen. Dorfilein, Grüße. Ja, manchmal ist Twitch ein bisschen lame. Und da müssen wir jetzt nur Richtung Norden gehen. Das reimt sich. Manchmal ist Twitch ein bisschen lame. Und jetzt müssen wir nur Richtung Norden gehen. Ah, jetzt sind wir an dieser Brücke. Alles klar, ich will bloß mal ganz kurz was gucken. Du hattest heute auch Probleme mit OBS. Ja, in letzter Zeit kommt es häufig vor. Der Robin, der hatte Freitag auch Probleme. Irgendwie 3 Stunden Aufnahme kaputt. Hier ist ein Lagerfeuer. Hier ist was zu lesen. Es werden spektakuläre Fortschritte erzielt. An alle, die ihre Augen auf mein wunderbares... Nein, lasst mich noch einmal beginnen. An alle Reisenden. Meine Großartigkeit hat dieses Gebiet erobert. Nein, ich fürchte, das ist auch nicht richtig. Die Brücke ist fast fertig und ich finde verdammt nochmal keine Worte, um Freude auszudrücken. Hatten wir das nicht schon gelesen? Ich glaube, das hatten wir schon gelesen. Sorry. Falls es doch nochmal jemand interessiert, einfach Pause drücken. Thor ist heute auch 3 oder 4 Mal das OBS weggebrochen. Oh, Leute. Das klingt auch nicht gut. So, vor Anarius gibt's ein File. Mit Q war das übrigens, ne? So, da ist ein Höhleneingang, sehe ich gerade. Halt dein Pappen und stirb! Warum rückt ihr kein Fleisch ran? Ist doch unglaublich. Ah ne, das ist hier gar keine Höhle. Kleine Feuersteinmine. Also hier bekommt man Feuerstein. Zwar noch wenig. Ich habe den Altar noch nicht aufgewertet. Wir bräuchten Salz. Feuerstein war auch dabei. Das holen wir uns gleich mal. Also wenn noch jemand eine Idee hat, wo wir 7 Salz herbekommen, schreibt es ruhig mal rein. Dann können wir wenigstens noch den Altar heute aufwerten. Liegt am Windows-Updates. Kann gut möglich sein. Ich umgehe jetzt Windows-Updates immer. Ich versuche es immer so lange wie möglich nach hinten rauszuschieben. Also manchmal gibt es da so Windows-Updates, die du nicht machen musst, aber machen kannst. Aber irgendwann nach ein paar Wochen sagt es dann doch, mache jetzt mal. Aber wir müssten einen Altar... Ey, guckt mal. Ne, wartet mal. Ah, da komme ich wahrscheinlich nicht hin, ne? Da endet wahrscheinlich das Demo-Gebiet. Wir könnten es mal probieren, aber mit rüber fliegen mache ich jetzt definitiv nicht. Aber wir wollten auch erstmal diese Fragezeichen. Ja, lass uns erst die Fragezeichen machen. Scheiße, wir müssen wahrscheinlich einen Altar tilten. Warte, wir... Welchen nehmen wir? Der ist gut. Wir nehmen einfach den und setzen den da ein bisschen nördlicher. Sorry, da müssen wir jetzt nochmal ganz kurz dahin. Ja, Flamme tilgen. So. Gut. Und jetzt geht's Richtung Fragezeichen. Ist, wenn man auf den Chat guckt. Ey, das gibt's doch nicht. Also die Droprate von diesem Wolfsfleisch ist echt ein Witz. Also der hat mir aber ganz schön eine Neige brezelt. Hier sind wir auf dem richtigen Weg. Ach Mensch, ich habe doch vorhin einen Ring bekommen. Was kann denn der?
Hä, wo ist denn der? Ich habe da vorne in der Kiste den Ring gefunden. Oder habe ich den nicht mitgenommen? Weil dann das Bild kam, Demo ist hier zu Ende. Ja, hier ist er offensichtlich nicht im Inventar. Scheiße, hab ich den liegen lassen? Ich kotze im Strahl. Da müssen wir nochmal dahin. So, hier vorne muss es aber jetzt gleich sein. Da, ist wie so eine Art runde Ruine. Ja. Fial, grüße dich, hi. Oh, das sieht interessant aus. Versteckter Grabeingang. Geil. Was gibt's hier, Leute? Oh, das geht tief. Wir haben nur noch ausgeruht Bonus von 4 Minuten 23. Ha! Alter! Schreck mich doch mal zu Tode! Ich sehe nichts! Okay, ich hau euch mit der Flamme kaputt. Vergiftet, war so klar. Okay, ist nicht gut. Wie lange bleibt dieser Scheißstatus? Es ist mal kurz dunkel, Leute, aber ich habe keinen Bock auf Gift. Gibt's ja eigentlich Loot? Brutbeine und Garn. Jumpscare. Mein erster Jumpscare in dem Spiel. Oh Gott. Es krabbelt ja hier überall. Coole Totenkopfmauern. Das ist das, was Anaris mal meinte, ne? Das sieht geil aus. Ah, jetzt gibt's Licht. Jetzt gibt's Licht, Leute. Ja, eigentlich recht schnell tot, die Dinger mit einem Schuss. Ach du Scheiße. Jetzt übertreiben sie es aber. Gucke mal so ein bisschen rechts, so diese Remnant-Sache, weil da kommen die Gegner ja auch immer von überall, auch wenn man da schon war. Oh, ja, wechsel doch einmal mal das Ziel, Mann. Die Geräusche von den Viechern sind schrecklich. Ja, es ist meistens so. Bei Spinnzeug. Spinnseite. Du musst mit der Spitzhacke abbauen. Wie denn noch? So. Jetzt du noch da hinten. Naja, Garn kriegst du hier genug, ne? Und diese komischen Gagelbeine. Oh, das sieht geil aus. Also wenn ich mir dann, wenn das Spiel fertig ist, ein Gebäude baue, dann muss es daraus sein. Also mindestens eins. Also Katakomben, das ist doch mega. Oh, ich glaube, Hasko, du würdest dich hier austoben in diesem Spiel. Jetzt, ne? Gibt's denn nicht mal irgendwas zu looten? Doch, hier. Eine feine Kiste. Was haben wir denn hier?
Knochenblock, da haben wir's. Das ist das Zeug, ne? Oh, wie geil. Da probieren wir gleich mal was aus. Da bauen wir uns jetzt noch eine kleine Krypta oder sowas. Wie heißt das? Nicht Krypta? So ein Mausoleum? Heißt es so? Das ist so eine kleine Grabkammer. Ah, die hat es erledigt, weil die in die Lava gelatscht sind, die Deppen. Okay. Ich muss jetzt aber trotzdem nochmal, sorry dafür, Leute. Also erstmal Ausgeruht-Bonus holen. Und dann nochmal da reingucken, weil ich glaube, ich habe den Ring vorn liegen lassen. Und dann beschäftigen wir uns die letzte halbe Stunde dann nochmal. Ist wahrscheinlich das Feuer wieder aus, ne? Ne, ist noch an. Ne, ist aus. Was ist denn das jetzt wieder hier? Kennen wir doch schon. Schalali. Achso, das hier wollte ich mal gucken. Nahkampfwaffe. Legendär. Nicht schlecht. Wuchtschaden. Na, ich glaube, das ist wieder eine Zweihandwaffe, oder? Zeig ich mal her. Nee. Oh, dann müssen wir die eigentlich mal aufwerten. Die ist halt legendär. Die ist legendär. Schnitt, Stich, Miasma-Schaden, Crit und Crit. Und die macht gar keinen Crit, wenn ich die aufwerten würde. Hm. Man macht schon sie, die zu behalten, ne? So, aber nochmal ganz schnell Lagerfeuer bauen. Handwerk. Müssen wir wieder Holz holen. Ey, immer müssen wir Holz holen. An der Stelle. Es wird schon wieder dunkel. So, das sollte fürs Lagerfeuer reichen. Machst du, Idiot? Na, geh an. Gut. Ausgrut-Bonus geht nach oben. Wir gucken noch mal ganz kurz dort rein. Oh, guck mal, da ist noch ein Saft. Ein Miasma-Trank sehe ich gerade. Ganz kurz. Und das wir mitnehmen. Jetzt ist die Tür hier zu. Achso, ja, in dem Keller waren wir ja schon. Okay, also. Dahin, Schnellreise. Jetzt ist wieder Nacht. Ich hoffe, ich finde das jetzt nochmal. Einfach hier durchlatschen. Na toll. Ach, ich habe ja kurz den Spielstand gewechselt. Ich wollte mich schon wundern, warum sind die Gegner jetzt wieder da? Aber ich war ja ganz kurz im anderen Spielstand. Ich hoffe, die rennen mir jetzt nicht hinterher. Das wäre richtiger Shit. Die hinterher? Ne. So, schalten wir mal noch ganz kurz. Hallo. So, ob die
Ne, warte mal, wie bin ich nach vorne hingekommen? Irgendwo bei. Warte mal, wie war denn das? Jetzt weiß ich es nicht mehr, Leute. Hä, bin ich denn doof? Ah, hier unten. Ne, jetzt ist hier ein Jägerbogen drin. Ja, da habe ich mal wahrscheinlich vorhin echt diesen scheiß Ring vergessen. Wie ärgerlich. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Ring war. Oder ich hatte den schon, dass ich wahrscheinlich bloß das Geld gekriegt habe. Das kann natürlich sein. Hier ist jetzt auch noch ein Fragezeichen. Dafür ein Fragezeichen. Wir gucken uns jetzt alle Fragezeichen an. Ausgut-Bonus haben wir noch. Das ist in diese Richtung. Ah, nee, das ist wieder Miasma. Blut ist Zufall, genau. Muss ja gleich hier sein. Wie viele Punkte habe ich denn eigentlich? 3. Standard-Ausdauer-Generation um 50. Ja, bitte. Bitte. Oh, was knurrt hier? Oh, hier klingt es aber fies. Aber der Zauberstab ist langsamer, ne, als der andere. Kann das sein? Alter, die Geräusche sind ja aber schon deftig, muss ich mal sagen. Miasma-Holz. Boah, ey, wie das hier knurrt. Als würde hier sonst was, so ein Riesenvieh irgendwo sein. Okay, da hat das Licht angemacht. Ja, der Zauberstab ist definitiv langsamer als der andere. Was? Oh ja, Tagessicht wäre gut, aber ich glaube, hier unten ist Tagessicht egal, ne? Alter, was ist das hier? Das klingt voll gruselig. Stimmt, wir wollten eigentlich noch Salz suchen. Okay, hier geht's tief rein. Rucksack voll. Was haben wir denn schon wieder alles vom Müll drinne? Ja, das ist bloß Miasma-Flüssigkeit. Schade. Jägerbogen, den hat man ja gerade bekommen. Tolle Wurst. Obwohl, den können wir mal in Runen verwandeln. Wo ist denn der hier? 27 Runen? Her damit! Der macht nur 9. Ah, egal.
Aber wir kommen ja nicht an Salz. Schade, ich hätte den Altar noch gerne aufgewertet in der Demo. Nee, aber jetzt sind wir ja wieder weg von den Fragezeichen. Die Fragezeichen sind hier vorn. Wo? Die sind ja wahrscheinlich in dem Berg drin. Ja, jetzt, ne, jetzt gehen wir rein ins Gebiet. Aber ich glaube, die sind irgendwo hier unterirdisch. Schade. Doch, hier. Wir haben es. Problem ist jetzt gerade ein bisschen das Miasma. 3 Minuten 39. Schrottpfeil, sehr gut. Kein Salz. Klopft. Salz gibt es dort, wo ich damals zum Turm gefallen bin. Wo bin ich denn damals zum Turm gefallen? Haben wir jetzt ja alle... Ne, die Fragezeichen sind immer noch da. Irgendwas haben wir hier noch nicht gefunden, Leute. Hoch. Geh doch mal hoch. Okay, er hat irgendein Problem. Was tut er? Jetzt. Keine Ahnung. Kleines Rädchen, hi. Wo ich die neue Basis aufgebaut habe. Ich muss erstmal hier raus. Also hier finde ich offensichtlich nicht das Geheimnis der drei Fragezeichen. Wir sind schon mal aus dem Miasma raus. Schade. Wo war das damals? Fenrir, grüße dich. Ich weiß nicht mehr, wo das war, Hasko. Quatsch, Frank. Aber es war schon hier in der Nähe. Schrein der Flamme. Ja klar, das war doch bei dem Durchgang. Das ist doch hier in der Nähe. Da ist ein Häuschen. Stimmt, hier ist Rotfels. Das kennen wir auch schon. Na warte, das ist ja im Prinzip... Haben wir den getilgt, diesen Altar? Vom Turm gefallen? Wann bin ich denn von dem Turm gefallen? Wollt dein Pappen da unten?
Und das weiß schon noch nicht so richtig, Fenrir, was die Kunst macht. Aber eigentlich läuft es soweit. Ich weiß halt echt nicht mehr, wo das war. Oh, wir haben nur noch 16 Minuten für die Demo. Alles klar, passt auf. Wir gehen jetzt nach Hause und bauen uns noch schnell mit diesen neuen Bauklötzern da. Einmal mal, wie heißt das? Mausoleum? Das heißt nicht Mausoleum. Krypta. Könnte eine Krypta sein, ne? Mach mal hier hin. So, warte, wie geht denn das? Ich brauche den Bauhammer, nehme ich mal an. Schon wieder zu lange her, Freunde. So, Rucksack, Bauhammer ist hier. Auf der 8. So, und jetzt? Ah ja, Baumodus. Mehr Formen. Nehmen wir mal so 4 Meter. Jetzt ist nur noch die Frage. Knochenblock. Geil. Das muss ja ziemlich tief sein, obwohl. Ja doch. Was ist jetzt nur beispielsweise, ne? Also das ist jetzt nicht geiles. Ich will bloß mal gucken, wie das hier aussieht. Genau, jetzt brauchst du eine Türe. Viere. Ist aber groß. Ne doch, ist genau richtig. Ja, die sehen ja immer so ein bisschen... Ja, warte. Ich weiß schon, wie wir es machen. Das sieht geil aus, Leute. Guckt euch das mal an. Oh. Obwohl das Außen halt schon nicht mit Totenköpfen. Das müsste innen drinnen mit Totenköpfen und außen hätte dann so mit gehärteten Steinen oder so. Warte mal, wir haben da vorne noch so anderes Baummatz. Hoi, wer ruft denn? Ach, hier der Krumpel. Hi, grüß dich. You got a heart of steel, kid. Da ist es, die heulende Klinge. Jetzt kommt die Mission. Ja, wie mache ich's? Enter drücken. Du schwingst die heulende Klinge. Ich habe sie für sie geschmiedet, bevor sie mich verließ. Gut, du darfst sie an ihrer Stelle schwingen. Durchbohre das Herz des Miasmas, Flammenblut. Das hätte meine Tochter so gewollt. Ach, das ist das neue Schwert, was wir hier gekickt haben. Ja, und die leuchtet im Dunkeln. Angeblich. Nee, Mann. Jetzt ist es halt gerade nicht dunkel. Scheiße. Vielleicht wird es nochmal dunkel. Warte mal, die anderen Bauteile. Die hatte ich hier reingesteckt, ne? Grober Steinblock. Gealterter Steinblock. Na, das passt doch bestimmt, Leute. Lasst mal ganz kurz hier Mats hier rüberlegen, die uns gerade stören. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nur noch 13 Minuten, Leute. 13 Minuten. Zack, zack. Passt nicht rein. Wir haben 100 Stück davon. Scheiße. Das hier rüber. Gut, reicht da jetzt. Dann. Bauhammer. Genau. So, drinne soll es so aussehen. Das wäre gut. Wechsel mal. Ne, warte. Hä, warte, wie wechsle ich denn? Ich bin so doof. Stopp jetzt hier. Mach das, was ich will. Sonst raste ich aus. Warte mal, wir brauchen doch 2 Meter. Und jetzt machen wir eine dahin. Ach so, in mittig kann ich es gar nicht. Das wäre eigentlich gut gewesen. Warte, dann machen wir es so, so. Was fehlt denn jetzt? Jetzt haben wir nicht mehr genug Knochenblöcke. Ach, scheiße. Schade. Die waren aber jetzt schnell alle. Oh, bin ich denn zu blöd? Da steht doch Steuerung, Mausrad. Jetzt, meine Güte. Ja, dann wird es halt jetzt keine Krypta. Das ist ärgerlich. So, warte, jetzt brauchen wir wieder eine 4-Meter-Form. Und die 4. Ja, mit dem Baumenü bin ich noch nicht so grün.
okay. Sieht halt irgendwie anders aus, ne? Pack mal den Bauhammer wieder weg. Wie geht das? Escape drücken. Ja, da kannst du schon geilen Shit bauen, ne? Wirst noch nicht so warm mit dem Game. Ey, Fenrir, es macht so viel Spaß. Ich hätte es nicht gedacht. Spiel mal wirklich ein paar Mal die Demo. Achso, die ist heute vorbei. Es macht wirklich Spaß. Okay, also im Prinzip kannst du hier richtig geilen Shit bauen. Das als Außenwand ist natürlich Blödsinn. Aber das als im Innen der Krypta drinne, so als Grabkammern. Und dann außen sowas wie, ja, sowas wie bei Conan Exiles, das Arena-Gewölbe. Oder irgendwas Gotisches. Irgendwas, ja, was Gotisches würde eher passen. Das wäre schon geil. Steiner Rolf, grüße dich. Das Miasma-Holz bekommst du. Warte, ich zeig's dir, wenn du noch da bist. Sorry. Zeige ich dir, mein Guter. Wollen wir jetzt sowas finden? Da. Waren das die Dinger? Ne, die waren es nicht. Es war einfach hier im Miasma irgendwelche dicken Bäume. Der da zum Beispiel. Also ich muss erstmal Waffen wechseln. Genau. So ein Baum hier. Ja, die Mucke in den Miasma ist schon krass, oder? Ich will mal kurz das neue Schwert testen. So. Pass auf, Rolf. Ja, diese Bäume müssten es sein. Ich guck nochmal. Ja, das hier ist es. Ich hoffe, du hast es noch gesehen. Ich habe deine Nachricht zu spät gesehen. Und ja, im Prinzip diese ganzen Bäume hier kannst du dafür nutzen. Okay, Leute. Jetzt haben wir noch 9 Minuten. Was stellen wir jetzt in den 9 Minuten noch an? Warum komme ich nicht hier hin? Friedlicher Acker. Gab es nicht hier irgendwas zum Schnellreisen? Achso, ich bin im Miasma, da kann ich eh nicht schnell reisen. Hey, grüß dich! Ein Fan! Endlich mal ein richtiger Fan. Ich laufe immer tiefer rein ins Miasma, oder? Die Map bleibt auch in der neuen Welt, ja, weil aus. Ich war. Friedlicher Acker war ich in dem Spielstand noch nicht. Das war in dem anderen. Da hatte ich das erste Mal den Mais gefunden. Ohne Scheiß, da gab es halt richtig hart Mais. So, wir hauen uns mal hier das letzte Mal unser geiles Buff-Food rein. Oh. Okay, hier können wir gar nicht weiter. Schade. Ah ja, stimmt, das wollten wir ja vorhin ausprobieren, ne? Also hier geht es definitiv nicht weiter. Kann ich denn hier noch irgendwo... Achso, ich bin ja im Miasma. Ich kann ja hier nirgendwo schnell reisen. Ja, solltest du echt machen, Fenrir. Also schon allein die ganzen Bauoptionen. Warte, ich zeig dir mal ganz kurz was, wenn ich aus dieser Suppe raus bin. Du kannst im Prinzip auch alles, was du hier siehst, kannst du nachbauen, reparieren oder so. Ich lauf gerade schon mit der Scheiße, oder? Wer schießt denn hier? Hört auf mit Schießen, ich hab Angst. Ich zeig dir mal noch eine übelst coole Hütte. Also auch so eine Brücke hier. Das kannst du alles genauso nachbauen. Da. Genau, wir laufen schon in die richtige Richtung. Das fand ich irgendwie richtig nice, das Gebäude. Das erinnert mich an meine Bauphasen in Conan Exiles Isle of Siptar.
Ich hoffe, wir kommen da jetzt noch irgendwie hin. Sag mal, was war gut? Nee, Mann. Honig, ne? War Ausdauer-Regeneration. Rolf, danke dir für dein Follow. Und herzlich willkommen, auch wenn es jetzt nur noch 6 Minuten 21 geht. So, hier renne ich auch noch einmal schnell durch. Was ist denn los, Großer? Hast du endlich mal so ein Stück Fleisch? Nö, da alle geizen hier rum. Wir laufen außen lang, wir wollen. Wir müssen da lang. Scheiße. Okay, wir müssen hier einmal durch. Bleibt ruhig, ich will ja und bin nur auf der Durchreise, Jungs. Jetzt sind wir ja wieder hier. Das ist. Alter, ich gucke auf die Karte, lass mich in Ruhe. Das ist wieder falsch. Das ist nicht das, was ich suche, oder? Nee, hier ist es nicht. Wartet mal. Oh! Harter Sackgang, Alter! Ich will doch den Zuschauern noch was zeigen. So, jetzt durch hier. Das ist die Hütte. Das ist aber nicht das, was ich suche. Friedlicher Acker. Weiter. Rüstbeutel. Wir haben nur noch 4 Minuten. 4 Minuten! Ah, da komme ich jetzt nicht hin. Jetzt komme ich da nicht hin. Scheiße. Wie bin ich denn in dem anderen Spielstand da hingekommen? Wir schaffen das, Freunde. Naja, durch die Höhle durch. Durch die Höhle durch, eventuell. Stuhlgang. Wisst ich fürs doch. So, Höhlenpassage. Wartet, ne, hier hoch. Sorry, dass ich jetzt so hetze, aber ich will es wenigstens Fenrir noch zeigen, was man hier für geile Sachen bauen kann. So, den Wolf ignorieren wir. Nicht den Rolf, den Wolf. Rolf. Wir ignorieren nur den Wolf, nicht den Rolf. So. Und jetzt müsste hier vorne ein richtig schönes Gebäude kommen. Ja. Guckt euch das an. Und im Prinzip kannst du das auch so nachbauen. Mit den Hasen los. Finde ich super. Finde ich echt nice. Halt dein Pappen da! Guckt euch das mal an. Ich mag das. Und stell dir mal vor, du hast ja dann noch die Krypta-Möglichkeit. Du kannst, machst dann geilen Keller rein und so. Ich glaube, Hasko, du wirst Valheim deinstallieren und stundenlang dich hier austoben in diesem Spiel. Geh mal durch die Höhle zurück, das werden wir nicht mehr schaffen. Ja, ein schönes Fachwerkhaus. Kreisenkrieger, grüße dich, hi. So. Also ja, im Prinzip können wir jetzt hier hochklettern, reingehen. Was? Durch die Höhle soll ich zurück? Was ist denn in der Höhle noch? Durch die Höhle bin ich schon mehr als oft genug. Refugium der Flamme. Genau, man kann Feldanbau, alles mögliche kann man hier machen. Nimmst die Bauten mit nach Valheim. Wo warten jetzt die Höhle? Ich weiß es nicht mehr.
Da war das obere. Durch die Höhle, dann links raus. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Da ist auch noch was. Was ist denn da? Was ist denn das? Nee. Ihr Wölfe, seid jetzt mal ruhig. Ich habe noch was entdeckt. Ich habe nur noch eine Minute Zeit. Was ist das? Miasma. Oh, da ist noch eine Dings. Ist hier ein Endgegner? Ist hier ein Boss? Zack. Also looten kann man da dann nicht. Geil. Haben wir das noch geschafft? Was ist hier noch so? Ja, wir können noch mal die Waffe ausprobieren. Ja, sie leuchtet wirklich. Sehr gut. Also im Gegensatz zu einer Fackel vielleicht nicht ganz so hell. Na doch, guck mal. Mann, du sollst das Schwert nehmen. Doch, es ist schon ganz schön hell. Cool, Leute. Das war's. Wahnsinn. Ich freue mich echt drauf. Vielleicht lassen sie die Demo auch noch eine Weile laufen. Wie gesagt, ihr habt es ja gesehen. Ihr könnt euch einfach einen neuen Spielstand machen. Habt das komplette Inventar. Ihr könnt euch sogar den Schmied mitnehmen. Sogar die Karte ist aufgedeckt. Es ist einfach, es macht Spaß. Dann sage ich mal an meine YouTube-Zuschauer. Wir spielen dieses Spiel definitiv. In welchem Rahmen, weiß ich noch nicht. Als Let's Play wird es, glaube ich, den Zeitrahmen sprengen. Aber so tatsächlich als Stream-Objekt, ihr wisst schon, zum Streamen ist das eigentlich geil. Ich glaube, das wird so ein Livestream-Projekt werden. Und ja, ich freue mich schon aufs Bauen. Das wird mega. Dann sehen wir uns erstmal in einem anderen Spiel, bis Enshrouded in den Early Access kommt. Vielen Dank fürs Reingucken, Leute. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.